bin einfach ein bisschen nervig. Stimmt. Es ist zwar weit und breit nicht im Mund, aber es hat manchmal so ein bisschen. Habt ihr schon einen Tee? Da kann ich gerade noch ein paar Sachen zum Abend sagen, wenn wir schon im Wald sind. Es ist hier immer tatsächlich ein bisschen, wie wenn man abends im Wald ist. Man kann ganz unterschiedlich sich im Wald bewegen. Man kann einfach den Vögeln zuhören. Die ganzen akustischen Geräusche und Bienenli und das Kräscheln von den Käferbeinchen. Oder man kann Bäume anschauen und Blumen mehr sich auf das Visuelle achten. Oder eben man kann mit einem Bestimmungsbüchlein im Wald. Dann kann man genau schauen, wie heisst das da? Was hat das da für ein Boden? Ist das kalt? Und wenn man da innen jetzt ist, in unserer Waldhütte, dann empfehle ich euch, möglichst ohne Bestimmungsbuch da zu sein, weil eigentlich müsste man sonst das Bestimmungsbuch erweitern um neue Kategorien. Und dann sucht man etwas und man findet es nicht. Und man hat am meisten davon, wenn man sich einfach darauf einlässt. Hören, schauen, sich überraschen lassen. Thank you.
Wie anders und wie gleich schaue ich um mich. Was ist dazu und was ist abhanden gekommen? Es ist blau. So blau wie damals. Und doch ist es nicht dasselbe. Und alles ist da. Alle sind da. Alle Vögel sind schon da. Und der Faden ist gerissen. Beim Hängen. Der rote Faden. Und ich habe mich gefragt, wie stark kann er sein, so dass er hält. Aber ohne sichtbar zu werden. Und spürbar. Und endlich, als blöd, kennt mir die Organe, und sie stehen wollen. Aber du willst ja beides, dass ich da nicht einfach verkünde, keine Verdauschung, es war jetzt so besser anders, sondern ich muss für sie leben, in mir verzaubern, in meinem Denken, in meinen Grenzen. Das ist alles Ausdruck. Und die Stimmen sind immer anders. Manchmal ganz offen und weit und alles hat Platz und alles spiegelt sich. Und manchmal ist es ganz wirklich gekräuselt und manchmal ganz aufgefüllt und dunkel und voller Sand und nichts. Und der Himmel war eigentlich immer da. Bloß vergesse ich manchmal hinaufzublicken. Dabei liebe ich das Fliegen. Ich liebe es, mich hinzugeben, abzulegen. Und dafür brauche ich den Himmel. Und ich fliege so lange, als ich mich einfach hingebe. Und in dem Moment, wo ich hinunterschaue, mich frage, ob ich nicht fahren könnte und was dann passieren würde und überhaupt, was wäre, falle ich. Was wäre, wenn?